Und frischer als direkt aus dem Fluss geht's nicht. Johann Meyer aus Straubing ist Berufsfischer und einer der letzten seiner Zunft auf der Donau. Genau der Richtige für Andis Vorhaben. Herr Meyer, servus. Grüß dich. Perfekt wäre es, wenn wir genau die Fische fangen würden, die wo ich gern verarbeiten würde. Da reden wir mal von Zander, an Hechten, dann ein paar Weißfische, die wo wir frittieren können. Und natürlich die Krönung war, wenn wir noch einen Wallert erwischen würden. Dann war ich natürlich ein sehr glücklicher Mensch. Auf einem Seitenarm der Donau hat Johann Meyer tags zuvor seine Netze ausgeworfen. Was darin so alles zappelt, ist nie vorherzusagen. Nummer eins. Das ist jetzt ein Güster, sechstes ja. Eiweißfisch. Passt hoffentlich. Ja, das ist das, was wir wollen, dass wir, weil wir machen unseren Bachenfisch mal ein bisschen andere, nicht bloß lauter Edelfisch, sondern mal Weißfisch. Für Johann Meyer ist es eine tägliche Lotterie. Was er fängt, weiß er vorher nie. So kann sich die Natur immer wieder erholen. Nachhaltige Fischerei, das ist natürlich schon nur einzigartig. Und wenn man sowas tatsächlich in der Region hat, muss man das auf jeden Fall nutzen. Umso besser, dass sich der Trog heute artenreich und zügig füllt. Für Andis Backfisch sind bereits genügend Exemplare ins Netz gegangen. Feuerfrei und Öl in die Pfanne. Also das sind jetzt, man sagt dazu nicht Edelfische, sondern Weißfische. Aber ich finde, vom Geschmack her sind die super. Sie haben nur einen kleinen Nachteil und sie haben relativ viel Gräten. Und durch die Zubereitung, die wir jetzt machen, versuchen wir dieses Grätenproblem zu lösen, indem wir die ganz fein einschneiden und dann richtig schön heiß ausfrittieren. Durch das Zerschneiden der berüchtigten Y-Gräten zersetzen sich diese schließlich beim Braten. Zeit für die Panade. Dann nehmen wir jetzt unseren Tempura-Teig an. Der ist halt dafür da, das wird halt richtig knusprig. Mit Eis kühlt Andreas den Teig herunter. So bäckt dieser später noch besser aus. Salz und frische Zitrone auf den Fisch und dann panieren und ab in die Pfanne. Grundsätzlich ist es erstens mal ein wahnsinnig gesundes Essen. Den lassen wir jetzt dann noch ein bisschen frittieren. Da kann nicht viel passieren. Und dann macht man noch eine schnelle Kürbiskern-Mayonnaise dazu. Für die Mayo Eigelb, Essig, Salz, Worcestersoße und? Jetzt macht man halt keine normale Mayonnaise mit einem Sonnenblumenöl oder so, sondern wir machen es mit einem Kürbiskernöl. Mit der Küchenmaschine geht das sehr bequem. Dann den Backfisch abtropfen lassen, garnieren, fertig. Simpel, einfach und ich hoffe, richtig gut geil. Eben noch in der Donau, jetzt frisch frittiert. Andis Auswahl an frittiertem Weißfisch mit Kürbiskern-Mayonnaise. Volle Bar. Also wirklich saftig. Klar, da ist ein Haufen Fleisch dran, ne? Ja, klar. Draußen kross, drin Wahnsinn. Luftig. Weiter so, jetzt gibt's Räucherforelle. Da haben wir eine wunderbare Regenbogenforelle. Da ist es wichtig, dass sie ganz frisch ist, weil wir die nur ganz kurz warm ansmoken dann, auf dem Ei drauf. Zuerst den Fisch filetieren, Bauchlappen entfernen, Gräten raus und in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Forellen-Carpaccio landet dann auf einem Zweierlei vom Ei. Also Eier sauber trennen. Da machen wir jetzt einen richtig steifen Eischnee. Und bei der Eigelb ist wichtig, zerdrücken und dann auf dem Pfannenboden verteilen. Parallel Delt zerkleinern und zum Eischnee geben. Da ist es wichtig, dass es richtig aufgeschlagen ist, damit es auch den Fisch trägt. Nun Eischnee auf Eigelb verteilen und den Fisch on top. So, und jetzt einmal so drinnen in den Smoker. Der braucht gar nicht ganz zugehen. Der darf auch nicht zu viel Hitze sein. Weil sonst wird der Fisch natürlich sofort strohig. Und der soll nur ganz leicht dahin flavern. Dauert vielleicht jetzt 10 Minuten. Und schon sieht es aus wie eine Lachspizza. Etwas Olivenöl drüber. Sowie Zitronensaft und frischen Meerrettich. Et voilà. Schaumei mit angeräucherter Lachsforelle. Auf den ersten Blick ein echtes Highlight. Aber wie schmeckt die Fischtarte? Echt geile Idee. Hätte nicht geglaubt, dass das so funktioniert. Und dann der Rauchgeschmack on top. Mhm. Wahnsinn.
Zurück aufs Boot und zur Donau. Welchen Fang gibt's jetzt zu bestaunen? Kennst du den, ne? Oh, da jetzt haben wir natürlich was Besonderes. Zander, der beste Süßwasserfisch, was es gibt. Und auch der nächste große Edelfisch lässt nicht lange auf sich warten. Oh, geil. Das ist eine Bracke. Wahrlich ein kapitaler Raubfisch. Ich kann es fast nicht halten, weil der so viel Kraft hat. Das ist natürlich jetzt ein Hecht. Da macht man Hechtnocker. Oh, jetzt haben wir einen Waller. Der ist perfekt zum Essen, der hat die optimale Größe. Weißt, nicht zu fett. Zufrieden geht's für Andreas ab in die Küche. Fangfrisch auf der Karte, Waller im Sud. Für den Koch selbst ein wahres Highlight. Die Zutaten stehen parat. Es gibt einen Wildfangwaller in einem Essig-Wurzelsud mit Orangensenf, selbstgemacht. Dunkle Senfkörner treffen auf braunen Zucker. Im Endeffekt ist es so, man kann natürlich den Kaffee, aber ich glaube, es ist immer ganz interessant, wie einfach, dass man eigentlich Senf herstellen kann und verschiedene Geschmacksrichtungen geben. Dazu ein abgekühltes Gemisch aus aufgekochtem Essigwasser sowie Orangenabrieb. Bitte einmal mixen. Zum Gemüse. Karotten schon mal ins Wasser rein und dann muss einfach abblanchieren. Dazu gesellen sich noch Staudensellerie und Zwiebeln. Kurz abschrecken und zurück zum Star. Und jetzt kümmern wir uns um das Wichtigste, um den genialen Waller. Nun Fischfilets portionieren und einen Fischfond verfeinern. Ein Schuss Essig, immer wo ein bisschen Säure reinkommt, ein bisschen mit Zucker, ein bisschen brauner Zucker, Salz. Außerdem Lorbeer und dann den Waller hinzugeben. Da ist jetzt wichtig, dass man das nicht brutal kochen lässt, sondern einfach ganz leicht ziehen. Das Gemüse bekommt nun einen frischen Fond, extra für den Waller. Da ist es auch wichtig, eben deswegen langsam machen, dass man immer wieder die Kontrolle hat, wie weit das der Fisch ist, dass er nicht zu trocken wird. Frische Petersilie und Dill perfektionieren das bunte Fischgericht. Jetzt ist es fertig. Waller in einen schönen essigsauren Wurzelsud und Orangensenf. Schmeckt so gut, wie es aussieht? Lecker sieht's ja aus. Dieses nicht fischige, sondern fleischweich. Also, buy local, einfach mal zum Fischer des Vertrauens und sich einen guten Fisch holen. Ja. Nächster Gang, Zander im Schinkenmantel. Wieder sehr edel. Jetzt macht man einen Wildfang Zander im Schinkenmantel mit Feigensenf auf Beluga-Linsen. Los geht's mit den Linsen. Salzen und vorkochen. Wunderschönes Zanderfilet. Das ist eigentlich der edelste Süßwasserfisch. In dem Fall lassen wir die Haut dran auf dem Fischfilet. Erstens einmal ist die geschmacklich super bei dem. Und das nächste ist, dass der Fisch von der Struktur kompakter ist, wenn wir es dann hier noch einpacken. Erstmal Feigensenf, Salz, Zitronenzeste auf den Fisch und dann die beiden Hälften aufeinander und Salbei on top. Noch ein Wort zum Schinken. Was da wichtig ist, ist, dass er etwas dicker geschnitten ist und nicht zu dünn, dass es richtig schön einbrat. Und dann haben wir jetzt in dem Fall einen Schinken, der ist mit ein bisschen Fenchelsamen gereift und getrocknet. Den Fisch auf den Schinken geben und mit Backpapier und Alufolie richtig kompakt einrollen. Und dann bei 180 Grad, ich sage jetzt mal vom Typ ist eine Viertelstunde, das schauen wir uns dann an, ins Ofenrohr. Unterdessen milde Zwiebeln und frischen Knoblauch fein hacken und in Olivenöl anbraten. Dann die Linsen abgießen und dezent verfeinern. Das ist jetzt eine Tintenfischtinte. Das ist ein absolut natürlicher Farbstoff, der da reinkommt, gibt dann ein bisschen einen Fischgeschmack dazu. Außerdem Zitronenabrieb, Senf, Estragonessig und Sahne. Jetzt kann der Fisch auch schon vom Ofen in die Pfanne. Jetzt wirkt halt richtig schön die Farbe und gibt auch noch mal den richtigen Röstgeschmack. Dill und Petersilie geben den Linsen Frische. Der Salbei den Fisch. Und schon ist wieder Zeit anzurichten.
Wildfangzander, schöne auf cremige Linsen mit Dill und im Fenchel-Speckmantel. Zum Anbeißen. Was sagt unser Reporter dazu? Vom Fischmuffel zum Fischgenießer? Fisch auf den Punkt. Und der Crunch und der Fenchel aus dem Schinken nochmal waren. Ja, schmeckt's auch. Und dann die Säure von den Linsen dazu. Das ist richtig gut. Top. Zeit für die Hechtnockerl. Das ist ein angemessenes Finale. Jetzt gibt's Hechtnockerl, auch vom Büllfang, mit wilden Brokkoli und gratiniert mit einer Hollandaise. Und die Gräten? Da können wir die Gräten drin lassen. Wir machen da eine Farce und in die Farce, die stecken da mal dann Nocken formen und dann ganz leicht sieden. Dafür schneidet Andreas das grätenreiche Fleisch in kleine Stücke und gibt es in den Mixer. Dazu kommt noch etwas Sahne, Salz und Pastis. Jetzt ist sie fertig, stellen wir jetzt kalt, dass sie ein bisschen abkühlt. Nun den wilden Brokkoli in Olivenöl anbraten. Noch ein paar pikante Paprika dazu und mit Fischfond ablöschen. Pinienkerne rein und weiter zur Hollandaise. Estragon-Essig, ein bisschen Kräuter, Zwiebel, Wacholderbeer, Lorbeer, ein bisschen Weißwein eingekocht. Und dann geben wir das zu den Eier dazu. Für den nächsten Schritt ist etwas Übung gefragt. So, jetzt ist es ja noch flüssig und dann schlagen wir es auf. Und das Eigelb zieht dann an und bindet die Flüssigkeit, den Essig. Läuft. Und was für eine Wassertemperatur braucht's für die feinen Nocken? Das erklärt uns der Meister gleich. Das ist auch wichtig, dass das nicht kocht extrem, sondern auch nur ganz langsam dahin siedet. Wenn es kocht, dann quält es so auf, dann kann es sein, dass sie dann ausflockt. Und das soll sie nicht. Jetzt die Nocken abtropfen lassen und ab damit in die Pfanne. Die Hollandaise kommt dazu und on top Parmesan. Kurz in den Ofen und fertig. Hechtnocken gratiniert mit Hollandaise auf wilden Brokkoli mit einem ganzen kleinen Stich Schärfe von Peperoni. Bitte schön, der nächste Augenschmaus. Und wie munden die Nocken? Und Wahnsinn, keine Gräten. Null. Also Leute, Angelrute kaufen, los, raus, Hecht rausfischen und loslegen, ist mega. Kleines Späßchen am Rande, Tobi. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber diese Fischgerichte sind wahrlich top.